Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. In dem heutigen Video lernt ihr, was ein Theme ist, wo dieses angepasst werden kann und wieso dieses so wichtig ist. Das Theme ist die optische Grundlage eures Shops. Es bestimmt das grundlegende Layout. Deshalb solltet ihr euch frühzeitig umschauen, welches Theme zu eurer Zielgruppe passen könnte. Auch wenn dieses das Erscheinungsbild eures Shops definiert, können beispielsweise Farben und Schriftarten individuell angepasst werden, um eurer Corporate Identity gerecht zu werden. Ein Theme auswählen könnt ihr im Backend auf der linken Seite unter dem Punkt Online-Shop. Hier seht ihr eure Auswahl und wie euer Shop sowohl auf dem Desktop als auch in der mobilen Ansicht dargestellt wird. Wenn man auf den Button Anpassen klickt, erhält man die Möglichkeit, das Theme anzupassen. So kann beispielsweise hier die Schriftart eurer Firma ausgewählt werden. Wenn ihr mit dem aktuellen Theme nicht zufrieden seid, könnt ihr hier die kostenlosen Themes durchstöbern. Sollte in dieser Auswahl nichts euren Ansprüchen genügen, habt ihr die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Theme zu erwerben. Dazu einfach hier klicken und euch im Shopify Store umschauen. Solltet ihr ein Shopify-Theme in einem Drittanbieter-Store erworben haben, kann dieser hier hochgeladen und integriert werden. Nun steht dem individuellen Erscheinungsbild eures Online-Shops nichts mehr im Weg. Ich hoffe, wir konnten euch in diesem Tutorial helfen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Anschauen, euer eBakery-Team.